vorstellen. Mein Name ist Michael Köhler. Ich bin freiberuflicher Kulturjournalist, überwiegend beim Deutschlandfunk, beim WDR und bei anderen. Wir wollen in der kommenden Stunde diskutieren über die Zukunft des Düsseldorfer Schauspielhauses. Denn das ist geschlossen seit Anfang des Jahres. Es besteht Sanierungsbedarf. Nicht zu kalkulierende Sanierungskosten hat vor wenigen Wochen der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf einen Denkvorstoß gewagt, eine Anregung, wie er es nannte. Das reichte von Ideen der Schließung, des Abbruchs, des Wiederaufbaus, des Neuaufbaus bis hin zu weiteren Ideen der Privatisierung und Ähnliches. Wir wollen diese Stunde nutzen, um vielleicht konstruktive Ideen und Vorschläge zu entwickeln, wie es weitergehen soll. Ich darf Ihnen die Gäste des Podiums vorstellen. Bei uns ist Herr Bernd Neuendorf, er ist Staatssekretär im Ministerium für Herr Christoph Ingenhofen, bedeutender Architekt aus Düsseldorf, internationale Projekte von Essen bis Sydney. Unser Gastgeber heute ist Wilfried Schulz, er ist seit 1. August der Intendant des Schauspielhauses mit viel Erfahrung in Städten wie Hannover. Zuspruch, großes Interesse an dieser Diskussion hat die Bevölkerung. Der Saal des Zentral ist voll besetzt, etwa 400 Gäste. Es wird noch übertragen im Nebenraum. Das zeigt, wie sehr der Stadtgesellschaft das Thema am Herzen liegt. Die erste Frage soll natürlich gehen an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, der auch Aufsichtsratschef des Schauspielhauses ist. Was von den eben erwähnten Ideen und Denkvorstößen, Herr Geisel, Herr Thomas Geisel, ist vom Tisch und was nicht? Vielleicht darf ich das größte Aufregerthema sofort abräumen. Das war nie auf dem Tisch. Also die Behauptung, ich hätte vor, das Schauspielhaus abzureißen, war eine, ich hoffe, fahrlässige, nicht vorsätzliche Fehlinterpretation einer Aussage von mir, des Inhalts, dass ich sagte, die Kosten der Sanierung eines derartigen Gebäudes sind seriös sehr schwer abschätzbar. Und es ist schon passiert, dass derjenige, der sowas gemacht hat, am Ende zu der Erkenntnis gelangte, es wäre, oder der Neubau war billiger als die Sanierung. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Erfahrungstatsache, dass dieses Gebäude nicht abgerissen werden kann und vor allem, dass es nicht abgerissen werden soll, steht völlig außer Frage. Es ist ein städtebaulicher Leuchtturm in Düsseldorf. Es gehört auf diesen Leuchtturm. Da gab es auch nie irgendeine Diskussion. Und ich darf mal nochmal, der Anknüpfungspunkt der Diskussion war ja der, dass Herr Schulz, und da bin ich völlig seiner Meinung, sagte, es kann nicht sein, dass wir in das Innenleben dieses Schauspielhauses mittlerweile 57 Millionen oder was es sein werden, wenn tatsächlich die zusätzlichen 10 Millionen jetzt auch noch für die technische Gebäudesanierung investiert werden, ohne dass man außen irgendetwas sieht. Ich muss mal so sagen, dieses Schauspielhaus jedenfalls, seit ich in Düsseldorf bin, verwahrlost im äußerlichen Zustand und das muss ein Ende haben. Dieses Schauspielhaus befindet sich äußerlich in einem beklagenswerten Zustand und es ist völlig richtig, dass man sagt, wenn wir so viel Geld da reinstecken, dann soll man es auch sehen und insbesondere, wenn dies im Zusammenhang mit einer großartigen Aufwertung des Gustav-Gründgens-Platzes einhergeht durch den Bau des Ingenhofen. Wir halten fürs Protokoll fest, Sie streben eine Wiedereröffnung in Kürze an. Gestehen, das war eine etwa ähnliche Schlussfolgerung wie aus der Äußerung, den Abrisswillen von mir zu schließen. Sie sind rhetorisch begabt, Sie werden nein, das jetzt nein, abfangen. Ich würde mal so sagen, selbstverständlich soll das Schauspielhaus so schnell wie möglich wieder geöffnet werden. Deswegen. Und die zweite Imponderabilie ist die Realisierung des Projekts Kybo 2 des Ingenhofentals. Die Öffnung des Schauspielhauses sollte stattfinden können, wenn beide Maßnahmen hoffentlich zeitgleich zum Abschluss gebracht worden sind. Also, die lancierten Ideen sind vom Tisch. Sie sprechen sich dafür aus, so schnell wie möglich zu eröffnen. Warum ist eigentlich zu, Herr Schulz?
Ja, warum es eigentlich zu? Das ist mittlerweile schwer wiederzugeben. Also zu ist, das zu ist, hat erstmal nichts mit der Sanierung zu tun. Das muss man auch einmal auseinanderhalten. Warum das? Es ist einzig und allein geschlossen seit 1. Januar, weil dieses Projekt Köbogen 2 inklusive der Tiefgarage unter dem Gustav-Gründgens-Platz verzögert startet, das war auf einer etwas anderen Zeitachse gedacht. Und das ursprünglich ging man mal davon aus, dass es den Betrieb im Schauspielhaus gar nicht tangiert. Dann ging man davon aus, dass man mit einer 9-monatigen Schließung auskommt. Mittlerweile sind wir bei gut 2,5 Jahren. Also ich gehe davon aus, dass wir im Herbst 18 in das Schauspielhaus zurückkommen. Und dann haben wir alle zusammen, sage ich ausdrücklich, also wir als Nutzer und Stadt und Land, etwas sehr Sinnvolles gemacht, nämlich wir haben gefragt, kann man diese Zeit nutzen, diese 2,5 Jahre, wo das Schauspielhaus aus äußeren Gründen geschlossen ist, weil aus Lärmgründen, also der Bau findet direkt vom Haus wirklich statt, wenige Meter entfernt, geschlossen sein muss, kann man diese Zeit nutzen, um über eine notwendige Sanierung und Modernisierung in einzelnen Teilbereichen des Schauspielhauses nachzudenken, weil es wäre ja pervers, wenn wir 2,5 Jahre draußen sind, nichts oder wenig passiert und wir dann wieder reinkommen und dann die Fassade gemacht wird oder ähnliches. Also der Sinn der ganzen Geschichte war, diese Maßnahmen zu synchronisieren, zu systematisieren überhaupt. Und das war erstmal ein gemeinsamer Beschluss des Gesellschafters, also Stadt und Land und des Nutzers, das zu untersuchen. Das ist eine Art von, unter Mitwirkung von Herrn Ingenhofen, eine Art von Masterplan entstanden, wie man das bei jedem öffentlichen Gebäude macht. Das ist ein schwieriger Prozess, sozusagen diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. Aber ich denke, unter vielen vernünftigen Beteiligten sollte das möglich sein. Und auch das überregionale Feuilleton interessiert sich ja dafür, aus städtebaulichen Erwägungen, was die Metropolen unseres Landes angeht. Ist da was versäumt und vernachlässigt? Ja, man kann sagen, das Haus ist nicht gut behandelt worden. Das ist, glaube ich, tritt niemandem zu nah, wenn man das so sagt. Wenn man heute drumherum geht, das haben wir ja oft getan, auch schon vor ein paar Jahren getan, dann kann man schon depressiv werden, weil das sich in einem sehr, sehr schlechten Zustand befindet und das betrifft nicht nur die Außenhaut. Lass mich aber mal anders anfangen. Warum ist das Haus so bedeutend? Also es ist für mich jedenfalls, ich glaube für viele andere auch, eine herausragende, vielleicht sogar der herausragende Repräsentant einer bestimmten Nachkriegsarchitektur, die eben nicht diese geradlinige, senkrechte, moderne, sondern eine etwas vorsichtigere, tastendere, amorphere, man könnte auch sagen, sich bewusst um ein demokratisches, architektonisches Verständnis bemühende Architektur ist. Und diese Architektur und auch dieses spezielle Werk hat sich in der Nachkriegszeit nicht leicht getan. Das kann man daran sehen, dass auch in Düsseldorf Architekturen erfolgreicher, auch Architektenpersönlichkeiten erfolgreicher waren, als das Pfau und andere waren. Und die waren dann eben geradliniger, etwas kommerzieller, etwas industrieller und so weiter. Dieses Haus repräsentiert da ganz viel. Es hat sich von Anfang an schwer getan, auf dem Ort sich so zurechtzuruckeln, seine endgültige Form auch zu finden, seinen endgültigen Halt auch in der Stadt zu finden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, diesen Halt hat dieses Haus nie gefunden. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass zur Schadowstraße, zum großen Leben hin quasi, ich sage jetzt mal, aller Weltarchitektur davor stand, die dann auch noch den Hintern dem Haus entgegenstreckte. Ich muss noch etwas korrigieren, was Herr Schulz gesagt hat. Ganz ursprünglich ist es so, dass die Schließung des Hauses initiiert schon wurde durch die technische Sanierung, aber sie war eben sehr viel kürzer geplant. Sie war eben geplant von Januar des Jahres 2016 bis August 2016. Dann haben sich herausgestellt. Das eine ist, die technische Sanierung ist viel aufwendiger offensichtlich und auch längerwieriger. Und das zweite ist, vielleicht auch zur Aufklärung, die Tiefgarage des Schauspielhauses, muss man ja sagen, also unter dem Gustav-Gründgens-Platz, die vorhandene Tiefgarage, ist ursprünglich geplant gewesen, zu sanieren und irgendwie mit einzubeziehen in das Köbogen 2-Projekt. Aus ganz vielen Gründen.
auch aus bautechnischen Gründen, Belastbarkeitsgründen des Platzes und so weiter, war immer eine unglückliche Situation, hat man sich entschieden, die abzureißen. Und diese Entscheidung des Abrisses der Tiefgarage, des Neubaus der Tiefgarage, hat dann nicht sofort dazu geführt, dass alle schon wussten, dass das womöglich Einflüsse auf das Schauspielhaus hat. Es hat bedauerlicherweise ein paar Monate Zeitverzug gegeben, bis man das kapiert hat. Und dann gab es eine lange Diskussion, wie das gehen würde, und die ist vorläufig zum Abschluss gebracht, dadurch, dass man davon ausgeht, dass die so lärm- und auch erschütterungsintensiven Arbeiten, die dann das ein Bespielen des Hauses unmöglich machen. Herr Christoph Ingenhofen, Herr Neuendorf, ich habe die Erlaubnis, Sie zu ärgern. Wir sind glücklich, dass Sie unter uns sind. Im Konzert der Stimmen in den letzten Wochen vermisse ich die Stimme der Landesregierung. Wir sind froh, dass Sie da sind, aber von Ihrer Ressortchefin, der Ministerin, habe ich noch nichts gehört. Bin ich taub? Nicht taub, und das ist auch wirklich nicht ganz korrekt. Also wir haben uns schon geäußert, unmittelbar nachdem die ersten Vorschläge des OBs dann zutage traten, haben wir gesagt, erstmal, diese Vorschläge waren mit uns nicht abgestimmt. Ja, das waren sie auch nicht. Sie kamen sozusagen für uns auch insofern überraschend, das kann ich hier durchaus sagen. Wir sitzen zusammen im Aufsichtsrat. Und ich habe dann auch verkünden lassen, dass wir diese Themen im Aufsichtsrat besprechen müssen. Es haben jetzt im Nachgang eine ganze Reihe von Gesprächen auch stattgefunden, untereinander mit der Stadt, wo wir eigentlich eine klare Linie haben. Ich habe auch deshalb kein Verständnis für die Frage, weil, ehrlich gesagt, wir erinnern uns mal ein Jahr zurück und vielleicht erinnern sich einige hier im Saal auch daran. Da gab es eine breite Presseberichterstattung. Da haben wir zusammen mit dem damals noch relativ frischen Intendanten Schulz, mit der Stadt und mit dem Land Nordrhein-Westfalen eine Vereinbarung getroffen. Das war der sogenannte Fünf-Punkte-Plan, den wir damals verabschiedet haben. Und dieser Fünf-Punkte-Plan ist nichts anderes als ein klares Bekenntnis zum Schauspielhaus. Es ist ein Bekenntnis, es sieht Maßnahmen vor, die Herr Schulz gerade schon teilweise erwähnt hat, dass man schauen muss, was ist an Sanierungsmaßnahmen notwendig, dass man dafür einen Architekten beauftragt, das festzustellen. Das ist Herr Ingenhofen, der heute hier sitzt, und wir haben das alle gemeinsam unterschrieben. Das heißt, wie käme ich dazu, so eine Vereinbarung, die gerade mal ein Jahr alt ist, dann auch in Frage zu stellen und auch hier in Frage zu stellen. Wir haben das als Land nie getan. Wir stehen zum Schauspielhaus. Wir sagen, das Haus ist das einzige, das muss man ja hier auch nochmal sagen, Staatstheater, was wir in Nordrhein-Westfalen haben, auch wenn wir es uns mit der Stadt teilen. Aber es ist das einzige Theater in Nordrhein-Westfalen, wo wir so engagiert sind. Andere Länder haben auch aus historischen Gründen heraus mehr Staatstheater und mehr staatliches Engagement für Theater. Bei uns ist es das eine, und für uns hat es deswegen auch eine ganz besondere Bedeutung. Das gilt für den Standort, das gilt für die Architektur mit ihrer ganz besonderen Würde, wie ich auch finde, die dieses Haus besitzt. Und wir brauchen auch, um ein Staatstheater zu begründen, brauchen wir auch ein Haus, das architektonisch anspruchsvoll ist. Deswegen haben wir uns damals zu diesem Fünf-Punkte-Plan bekannt und haben uns eigentlich immer zu diesem Schauspielhaus bekannt und zu dem Standort vor allem auch. Und deshalb muss ich sagen, war unsere Position eigentlich immer klar. Als die Debatte jetzt aufkam, muss ich sagen, ja, da waren wir etwas überrascht, aber wir haben das in einigen Gesprächen, und der OB hat es ja auch gerade noch mal bestätigt, dass der Standort nicht in Frage gestellt wird. Das finden wir jetzt auch erstmal beruhigend. Auf dieser Basis müssen wir jetzt die weiteren Gespräche führen. Ich